liebe Tiegler. April, April. Nee, wir dürfen doch noch nicht aufmachen. Noch ein paar Tage werden wir zuhören. Schön wäre es, wenn das hier der Corona-Ding einer Filmscherz gewesen wäre. Das wäre ein richtig cooler gewesen von der ganzen Welt. Trump hat einen guten Digga. Heute wieder der Modus, weil ihr es noch nicht ganz mitbekommen habt. Den Homeworld-Channel gibt es bei Sugarwalk nicht mehr. Wir haben jetzt endlich alles wieder. Wie früher Competition, RX und Fitness haben wir jetzt fully loaded. Das heißt, ihr habt das beste Home-Gym der Welt zu Hause loaded. Ihr habt euch irgendwas von uns ausgeliehen und unloaded. The lean body itself, den ihr habt, okay? Und wir werden heute mit Folgendes durchstarten. Wir haben 10 Barbell-Step-Ups, wenn ihr eine Stange habt, 60 Mountain-Climbers auf dem Boden, um Gas zu geben, 20 Walking-Lunges mit der Stange, 60 Mountain-Climbers und 30 Air-Squats. Ihr habt es verstanden. 10, 20, 30 und zwischendrin 60 Mountain-Climbers. Loaded ist 20, 20, 30, weil die Dumbbells, die ihr benutzen könnt, anstatt der Stange, einfach damit könnt ihr ein paar Step-Ups mehr machen. Und 60 Mountain Climbers in between. Und bei Unloaded sind es 20 Object Step-Ups. Das heißt, da könnt ihr wieder nehmen, was ihr möchtet. Und dann sind es 40 Mountain Climbers zwischendrin, wenn ihr sagt, huh, das wird ganz schön haarig in den 10 Minuten für 2 Runden. Das ist das Workout. Wir zeigen euch, wie es funktioniert, was auf was ihr achten dürft und sollt. Ab geht die Post ins Warm-Up. Warm-Up für den 1. April. Wir legen los mit einem 25 Sekunden on, 10 Sekunden off für 3 ganze Runden. Mit 3 Übungen. Nummer 1, Jumping Jack. Tobi, kannst du dir vorzeigen, geht sofort los. Full Range of Motion, die Arme schön bewegen, wollt die Schulter noch warm machen, einfach locker springen. 25 Sekunden on, 10 Seconds off. Dann auf den Boden legen und Hollow Position. Wir fangen mit der Tuck Position an. Genau, Schulterblätter weg vom Boden. Ihr seht beim Tobi schön maximale Spannung in der Midline. Zusammen kauern. Wenn ihr könnt, die Arme lang strecken. Wenn ihr super wollt, mal einen lang und nach unten weg. Schöne Turnerhaltung, Zehenspitzen nach vorne weg. 25 Sekunden halten, wenn es nicht mehr geht. Ziehharmonika zieht sich zusammen. Hauptsache 25 Sekunden arbeiten. 10 Seconds Pause, auf den Bauch drehen, in eine wunderschöne Plank Position. Die Schulterblätter auseinanderziehen, Brustwirbelsäule zur Decke. Wenn das irgendwann zu fies wird, dann rutscht an die Couch hier einmal rüber und geht in die Plank Position an der Couch dran. Dann ist das gleiche Konstrukt, einfach nur etwas höher. Füße gerne zusammenlassen für maximale Spannung. 3 Runden, 25 Sekunden on, 10 Seconds off, Neißigkeit. Da werdet ihr schön fit und stabil. Hat der nicht gesagt. Das ist auch gleichzeitig Vorbereitung für Part 2. Shoulder Special, wir machen euch stark auch in Bodyweight-Übungen. Der Tobi zeigt es vor, wieder macht es Sinn, wenn man an der Couch zum Beispiel starten möchte. Habt ihr irgendeine Erhöhung, ist es super. Every 90 Seconds, also alle 90 Sekunden für 6 Runden, macht ihr 10 Mal ein Shoulder Tap links, ein Shoulder Tap rechts, einen Push-Up. Das war 1. 10 Stück davon. Tobi zeigt auch vor, wie es auf dem Boden aussehen könnte. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch nach unten verlagern. Shoulder Tap links, Shoulder Tap rechts, ein Push-Up, Full Range of Motion. Hier versuchen bei den Taps den Po festzulassen und nicht zu sehr nach links und rechts zu wandern. Und bei den Push-Ups Brust berührt, Couch oder Boden und Brust berührt, und Arme sind einmal oben ganz gestreckt. Das hier soll ich nicht fertig machen, aber sowas ist ein richtig gutes Training in diesen 6 Runden. Das sind ja dann immerhin auch 60 Mal diesen lustigen Komplex gemacht. Kommen wir rein in den Part, wie arbeite ich, mache ich mich nach oben. Die Stange im Loaded oder die Dumbbell sollten so sein, dass ihr sie vom Boden wegbewegen könnt. Also, wir haben jetzt mal hier hinten drin, aber die sind eigentlich bei euch auf dem Boden. Habt ihr eine Box, eine Couch, auf die ihr mit irgendwas steigen könnt, dann zeigen wir euch Folgendes vor. Tut mir die Stange gerne einmal auf den Boden legen, so wie sie normalerweise draußen in der Welt auch wäre. So, wie man sie finden würde in der freien Natur. Halt einfach. Und dann macht ihr Folgendes. Die Stange sollte so leicht sein, dass wir jetzt gar nicht mit dem Clean oder sonst irgendwas drüber durchgehen müssen. Ihr dürft sie trotzdem sauber mit einem High Hang Muscle oder einem Power Clean aufnehmen, in den Nacken legen und dann lauft ihr an die Box, an die Stange ran und dann macht ihr 10 Step-Ups, immer alternierend. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, bis ihr 10 Stück habt. Darauf achtet, dass das eine Bein, das den Weg jetzt geht, die ganze Arbeit macht, bevor das zweite überhaupt erst dazu kommt. Dann darfst du auch den Nacken lassen, glücklicherweise. Habt ihr Platz, so wie zeigt es vor, dürft ihr Walking Lunges machen, Knie küsst den Boden, Abstand zwischen den Füßen ist breit genug, um stabil zu sein, bleibt genau da stehen. Habt ihr keinen Platz, sind es Reverse Lunges. Wenn ihr sagt, ich muss das trotzdem in meinem Home Gym Keller auf der Stelle machen, dann einfach 10 Reverse Lunges.
Dann zweite Runde. Stellt euch vor, der Tobi hätte mehr Gewicht drauf, beziehungsweise legt es gerne ab. Wir zeigen euch vor, wie ihr es mit einer Dumbbell machen könnt. Auch die soll im Nacken Back Rack liegen. Okay? Einmal den Nacken drauf und dann dürft ihr nochmal die Step-Ups machen, wie die aussehen würden. Auf die Bank drauf. Auch da steigert gerne das Gewicht. Da schauen wir, wie das aussieht. Eine Runde. 10 Step-Ups, 10 Reverse Lunges, 10 Step-Ups und zum Abschluss zeigt der Tobi euch vor, wie wir Mountain Climbers haben wollen. Heute geht es darum, eure Range of Motion, aber eine weite Range of Motion. Wir zeigen erstmal, wie es aussieht. Man kann ja auch die Knie einfach an die Ellbogen ziehen. Das reicht erstmal aus. Und dann im schnellen Wechsel. Jawohl, immer schneller werden, bis ihr tatsächlich springt. Zack, zack, zack. Und jetzt, wenn ihr es schafft, versucht, die Hacken neben die Hand zu stellen, soweit es geht nach vorne. Und das auch im Sprungwechsel. Rechts, links ist 1. Also nicht jede Bahn zählt. Rechts, links ist 1. Dann werden wir die 40 spüren. Bleibt auch hier in stabiler Plank Position. Das ist heute Oberthema. Davon 40 Stück. Dann haben wir 10 Step-Ups, 10 Reverse Lunges, 10 Step-Ups und 40 Mountain Climbers. Und um dann Gewicht hochzuarbeiten oder zu gucken, ob ihr ein Medizinball dafür nehmt, ein Kind dafür nehmt, was auch immer dafür nehmt, macht ihr 2 Runden, 6 Lunges, Reverse oder Walking und 40 Mountain Climbers in between. Für 2 Runden euer Gewicht finden, was es wird. Und dann legt ihr los mit der Variante, je nachdem, was ihr bei euch zu Hause habt. Okay? 10 Minutes ist die Time Cap. Machen wir noch, hoppala, lassen wir nach oben laufen. Keine 20, sondern 10. 10 Seconds, los geht's mit 20 oder 10 Step-Ups. Leichtes Gewicht 20 Step-Ups, Stange und Leergewicht 10. In 2, 1, bitteschön.